Hallo und Waldmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook & Grill. In dieser Folge gibt es ein ganz einfaches und leckeres Wildschweingulasch. Und wie das geht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bleibt dran und ich sag's jetzt direkt zum Anfang, wenn euch dieser Kanal gefällt, lasst mir einen freundlichen Kommentar da, vielleicht so ein Abo. Das könnt ihr am Ende des Videos da oben oder da unten irgendwo machen. Und ja, viel Spaß jetzt bei dem Rezept. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ihr für Zutaten braucht. Für dieses total einfache Wildschweingulasch braucht ihr natürlich Gulasch vom Wildschwein. Da kommen dann rein geräucherter Speck, Knoblauch. Hier sind das zwei Knollen, das sind ungefähr 3 Kilo Gulasch. Also pro Kilo Gulasch könnt ihr 1,5 Knollen rechnen. Jetzt habe ich hier 2 Knollen reingepackt, das passt schon. Ihr braucht ungefähr den gleichen Mengenanteil Zwiebeln, selbstgemachten Wildfond, dann braucht ihr Pfeffer. Eine Tube Tomatenmark, die ist auf jeden Fall auch ganz wichtig. Dann braucht ihr ein bisschen Gulaschgewürz, da könnt ihr irgendeine Gewürzmischung nehmen, die euch schmeckt. Butterschmalz und ganz wichtig, in jedes gute Gulasch gehört Paprika rein. Die Kartoffeln habe ich schon erwähnt, die kommen sozusagen als Sättigungsbeilage eine halbe Stunde vor Ende der Garzeit dazu. Und noch ein bisschen Wasser und natürlich eine schöne große Pfanne oder einen großen Topf. Los geht's. Beginnen tun wir mit dem Butterschmalz. Dazu gebe ich hier einfach mal so ein großzügiges Stück in meine Pfanne rein. Und die Pfanne, das ist eine schöne gusseiserne Pfanne, die muss richtig heiß werden. Na, ruhig ein bisschen mehr. Ihr seht, das schmilzt schon. Die ist schon gut vorgewärmt. Und ja, das Butterschmalz einmal in der gesamten Pfanne verteilen. Ihr könnt dazu auch einen großen Topf nehmen. Als nächstes geht da das Fleisch rein. Und das Fleisch wird jetzt von allen Seiten kräftig angebraten. Ja, der Vorteil an so einer großen Pfanne ist, dass das, wie gesagt, hier super anbraten kann. Und wir lassen das jetzt richtig kross und braun werden, dass wir auch richtig Geschmack bekommen. Das ist ganz wichtig. Und das dauert ein paar Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Im nächsten Schritt kommt der Speck dazu, dann direkt auch die Zwiebeln und der Knoblauch. Und nicht zu vergessen das Tomatenmark. So, und das lassen wir jetzt schön anschmurgeln, damit das richtig Aroma bekommt. So, wenn das Ganze so wunderbar Farbe genommen hat, dann müssen wir jetzt würzen. Es kommt ein bisschen Salz da rein. Darf ruhig ein bisschen mehr. Ist ja auch mehr Salz, ne? Dann frisch gemahlener Pfeffer, schwarz. Dann ganz wichtig, in keinem Gulasch darf Paprika fehlen. Also hier auch ordentlich Paprikapulver und dann kann man auch so ein bisschen Gulaschgewürzmischung dazugeben. Ich mache die jetzt auch nur da rein, nicht weil die da rein muss, sondern weil sie weg muss. Welche ihr da nehmt, ist völlig egal. Und jetzt das Ganze nur einmal durchmischen und ihr seht, das hat schon richtig Farbe bekommen. Das ist in so einer großen Pfanne super. Jetzt können die Gewürze noch ein bisschen mit an Rösten. Und jetzt machen wir uns in der Mitte hier so ein bisschen Platz. Und da kommen jetzt für den guten Geschmack noch 2 Gläser selbstgemachter Wildfond rein. Eins. Zwei. So, und damit lösen wir jetzt erstmal die ganzen Röststoffe, die sich jetzt hier am Boden angesetzt haben. Und jetzt geben wir da noch Wasser rein. Gut 2 Liter. Und jetzt warten wir, bis das Gulasch einmal aufkocht. Und dann lassen wir das auf kleiner Stufe so 1 bis 1,5 Stunden vor sich hin köcheln und achten darauf, dass immer ein bisschen Flüssigkeit da drin ist, dass das Fleisch und die Zwiebeln nicht trocken laufen. Was passiert jetzt? Die Zwiebeln verkochen jetzt schön
und geben der Soße hinterher Bindung. Das Fleisch wird wunderbar zart. Und so eine halbe Stunde vor Ende der Garzeit geben wir die Kartoffeln dazu. Und das wird richtig lecker. Hier seht ihr das fertige klassische Wildschweingulasch. Und es gab mal wieder Tonprobleme, leider. Deswegen erfolgt die Abmoderation jetzt hier aus der heimischen Küche. Also, das Ganze schmeckt total super. Ich habe es ja schon probiert. Ich werde es jetzt aber auch nochmal probieren. Sehr gut. Also, ganz wenige Zutaten. Ist natürlich super heiß. Achtet darauf, dass das Fleisch noch ein bisschen Biss hat und nicht komplett zerfällt. Wir hatten das Problem, dass es in der Pfanne noch ein bisschen zu bissfest war und jetzt hier ist es perfekt. Das Gulasch schmeckt wirklich hervorragend und ihr habt gesehen, es sind nur ein paar wenige einfache Zutaten. Also ganz klassisch zubereitet und ist wirklich super lecker. Probiert das einfach mal aus. Ihr könnt das so genießen, so wie es hier ist. Ihr könnt da aber auch einfach für so einen leicht säuerlichen Geschmack so ein bisschen Gurken Relish drauf machen. Das könnt ihr selber machen oder fertig kaufen. Und ein bisschen Creme Fraiche. Und wenn man das Ganze verrührt, dann bekommt das Gulasch eine leichte Säure und noch eine gewisse Cremigkeit. Und dann schmeckt das noch besser. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben und über ein Abo von diesem Kanal würde ich mich total freuen. Und ich wünsche euch viel Weidmannsheil, macht's gut, bis zum nächsten Mal.